Hi. Tja, was machst du, wenn du Angst hast, auf dein Pferd zu steigen? Und vielleicht hast du auch einen Grund. Vielleicht bist du aufgestiegen und du hast schon dieses Gefühl gehabt von, oh, und dieses Gefühl von, wenn ich mich jetzt ein bisschen bewege, dann geht die Post ab. Und vielleicht ist genau auch das passiert. Vielleicht, was weiß ich, wolltest du den ersten Schritt machen und dann ist dein Pferd losgeschossen, hat gebockt und du lagst im Dreck und du weißt gar nicht, wie das passiert ist. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ach, ich weiß nicht, ich habe total Schiss, ich weiß nicht, wie ich überhaupt nochmal aufs Pferd kommen soll. Oder vielleicht bist du auch so ein Typ und du sagst dir, ich weiß, ich muss das ja unbedingt, ich muss mein Pferd reiten. Also ich kann dir jetzt wirklich einen Tipp geben und das ist aus eigener Erfahrung. Bei mir ist das natürlich schon oft passiert. Und besonders, als ich noch nicht wusste, was ich da mache. Wenn du dich auf ein Pferd setzt, von dem du schon weißt, dass es total spannig ist und total unter Strom steht, wirklich, das ist die blödste Idee. Und es spielt auch keine Rolle, wie gut du reiten kannst. Weil was passiert, wenn du ein spanniges Pferd reitest, das wird sich zusammenreißen, im besten Falle. Und das wird auch kein wirkliches Vertrauen zu dir fassen, weil du dem Pferd da oben nicht helfen kannst, in dem Zustand. Und wenn tatsächlich das passiert, was dir vielleicht auch passiert ist und was mir damals auch passiert ist, sehr oft, du reitest so ein Pferd und dann schießen die los und dann liegst du im Dreck, dann wird natürlich auch die Scheu immer größer. Und wirklich, wenn du auf ein Pferd steigst und du merkst, das fühlt sich nicht gut an, steig ab. Wirklich, das ist mein Tipp für dich. Steig ab. Setz dich nicht erst drauf, aber wenn du drauf sitzt, steig ab. Sofort. Es geht nicht darum, dass du unbedingt dein Pferd reiten muss. Es geht darum, dass du deinem Pferd hilfst, in die Ruhe zu kommen. Weil der Grund, dass es spannig ist, ist, dass es nicht in der Ruhe ist. Das klingt so banal, aber es ist der Grund. Geh nach unten, geh an den Boden und bereite dein Pferd vor am Boden. Du musst die Füße bewegen und du brauchst die Biegung in der Längsachse. Das sind Dinge, die ich früher nicht wusste. Deswegen ist mir das ja auch passiert. Heute weiß ich das und heute mache ich das auch. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, ob du ein guter oder ein schlechter Reiter bist. Du solltest es machen, um deinem Pferd zu helfen. Und das ist mein Tipp für dich. Und wenn du sagst, ja, ich weiß aber nicht, wie das geht, ich kann das nicht, hol dir Hilfe. Meine Güte, da ist nichts Schlimmes dran. Es gibt Menschen, die machen das, die verdienen damit ihr Geld. Und die wissen einfach Dinge, die wir nicht wissen. Also als ich mir damals Hilfe geholt habe, dann hat sich alles verändert. Und dann wusste ich endlich, was ich machen musste. Und dann war es auch leicht. Du kannst mich auch buchen, übrigens. Ich komme auch raus. Ich hatte gestern noch so einen Fall. Und da kann ich nicht nur deinem Pferd helfen, in die Ruhe zu kommen, sondern ich kann dir auch helfen, deine Ängste zu überwinden. Vielleicht willst du auch noch mal drauf. Ist ja auch schön, wenn man das wieder kann. Also das ist mein Tipp für dich. Gräm dich nicht, wenn du Angst hast. Mach einen Schritt zurück. Geh an den Boden. Wenn du nicht weißt, wie es geht, hol dir Hilfe. Und ich wünsche dir jetzt ein super schönes Wochenende mit ganz viel Sonne und ganz viel Ruhe und ganz viel Freude. Bis bald.